Manche Menschen haben die Ansicht, dass wenn Gott ihr Leben gebrauchen will und sie berufen sind, etwas für das Reich Gottes zu tun, dass Gott das dann schon tut. Sie sagen, ich stehe zur Verfügung, ich bin hier, Herr, tu es. Aber weißt du, so funktioniert das nicht. Ein Freund von uns wollte mal einen geistlichen Durchbruch haben und er hat gesagt, ich lasse alles den Herrn tun, ich halte mich ganz zurück, ich bin ganz ruhig und mache gar nichts, alles soll der Herr tun. Aber weißt du, so funktioniert das nicht. Geistlich sieht das Ding anders aus. Wir müssen aktiv sein, wir müssen uns ausstrecken, wir müssen das ergreifen, was der Herr für uns hat. Ich möchte es mal so sagen, wenn wir sitzen, wird Gott nicht vorangehen. Sondern wenn wir gehen, dann geht er mit uns. Wenn wir aktiv sind, dann ist er mit aktiv. Die Jünger hat Jesus ausgesandt und sie mussten sich aufmachen, sie mussten gehen, sie mussten aktiv sein und dann geschahen die Dinge. In der Apostelgeschichte, die sind losgegangen und dann war der Herr dabei. Er gebrauchte sie, er segnete sie und er wirkte durch sie. Und ich möchte dich einfach ermutigen, nicht sitzen zu bleiben und zu sagen, Herr, mach mal, sondern selber aktiv zu sein. Denn oft warten wir auf den Herrn, aber eigentlich wartet er schon auf uns, dass wir endlich das tun, was wir im tiefsten Herzen schon wissen, dass wir tun sollen. Dass wir endlich hineingehen in das, was er für uns hat, dass wir uns aufmachen und dem Folge leisten, was er uns gesagt hat. Paulus schreibt, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Er hat gesagt, ich bin aktiv, ich jage, ich kämpfe. Er gebraucht immer wieder das Bild von einem Wettlauf, von einem Kampf, wo er aktiv ist, wo er losgeht. Und wenn du mal schaust im Neuen Testament, du findest nicht viele Aufforderungen, dass wir uns hinsetzen sollen, ruhig sein sollen, den Herrn abwarten sollen. Ich bin sehr für Stille, sehr für Ruhe, sehr dafür, die Stimme des Herrn zu hören. Aber wir müssen aktiv sein und das dann umsetzen, was er uns gesagt hat. Natürlich kommt unsere Kraft aus der Stille. Aber was machst du dann mit der Kraft? Du musst dann die Kraft umsetzen. Du musst sie gebrauchen für den Bau des Reiches Gottes. Du musst losgehen. Das ist das, was der Herr möchte, dass wir tun sollen. Wir sollen hineingehen in das, was er für uns hat. Da gibt es das bekannte Beispiel von einem Auto. Wenn du sagst, okay, das Auto soll zu einem gewissen Ziel fahren und der Wagen steht, dann kannst du lange versuchen zu lenken und auf das Ziel dich schon auszurichten. Das ist relativ sinnlos. Du ruinierst nur die Reifen. Wenn der Wagen in Bewegung ist, selbst wenn er nur langsam in Bewegung ist, kannst du ganz leicht lenken. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Vorangehen. Wir stehen und warten und sagen, Herr, ich will jetzt da hinkommen und so weiter. Aber mach dich auf den Weg und dann wird der Herr dich in die richtige Richtung bringen. Oder mit einem anderen Bild. Du musst aus dem sicheren Hafen raus mit deinem Segelschiff aufs offene Meer und musst da deine Segel spannen, damit der Wind des Geistes dich dorthin treiben kann, wo der Herr dich haben will. Solange du noch im Hafen bleibst, wird gar nichts passieren. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Wir müssen bereit sein, loszugehen und zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, ich bin bereit, vorwärts zu gehen und ich fange einfach an, die ersten Schritte, die mir vor den Füßen liegen, zu tun. So viele Menschen erwarten, dass Gott sie in mächtiger Weise gebraucht, aber sie machen nicht die ersten Schritte. Ich möchte es mal etwas provokativ sagen. Die Frau, die nur auf ihrem Zimmer sitzt und wartet, dass es irgendwann an der Tür klingelt und ein wunderschöner Prinz mit einem Rosenstrauß hereinkommt, um ihren Heiratsantrag macht, die wird wahrscheinlich nie einen Mann finden. Sie muss sich unter Menschen machen, sie muss aktiv sein, sie muss rausgehen, sie muss sich im gewissen Sinne auf die Suche machen und dann wird der Herr sie segnen. Und deshalb, wenn das dich betrifft und du in so einer reservierten Abwartehaltung bist, ich ermutige dich, rauszugehen und sagen, Herr, egal was, ich fange jetzt an, ich gehe jetzt die ersten Schritte und die mögen vielleicht klein sein und die mögen vielleicht unscheinbar sein, aber die ersten Schritte, die sind es, die dich zu dem großen Ziel bringen, was der Herr für dich hat. Wenn du die ersten Schritte nicht tust, wirst du niemals dort ankommen.
Aber ich glaube, du wirst die ersten Schritte tun mit der Hilfe des Herrn. Und ich glaube, Gott hat mehr für dich.